gut, zu dem Namen wollte ich schon mal direkt was sagen. Naja, also es ist ja schon ein bisschen spät, es warten alle auf die Pause, damit sich alle nicht mehr ganz so viel merken müssen. Ja, das war schon wieder klar. Nee, ich bin halt nicht so ganz die Größte. Also Alex reicht, weil Alexandra nennt mich immer nur meine Mutter, wenn sie sauer auf mich ist. So, das nur so vorweg. Ich habe euch einen Text mitgebracht, da geht es so ein bisschen darum, wie man sich in seiner Lebensplanung auch selber im Weg steht. Das kennen vielleicht viele oder auch generell um das Bild des Leistungsbürgers in dieser Gesellschaft. Ja, und der Text geht so. Er heißt Mindfuck Deadline. Hier stehst du nun und rennst deinen Zielen hinterher. Du bist ein Jemand, aber du fühlst dich wie irgendjemand. Du hast Angst, Angst, deine Sache nicht richtig zu machen, Angst, deine Sache nicht gut zu machen. Angst, in dieser Gesellschaft zu versagen, Angst, in deinem Leben nur eine Nebenrolle zu wagen, wenn überhaupt noch der fallende Held zu werden, der gescheiterte Protagonist in deinem selbstgeschriebenen Drama. Dazu hast du noch Angst vor schlechtem Karma. Du trägst schwere Lasten aus deiner Vergangenheit und fühlst dich manchmal nicht für die Zukunft bereit. Du denkst daran, dass alles schief gehen könnte, anstatt zu sehen, dass das Leben dir Geschenke macht. Du denkst, du hast nicht ewig Zeit, hast dich bisher doch immer beeilt. Du möchtest, dass alles nach Plan verläuft und das, was du tust, auch funktioniert, aber nicht deine Träume absorbiert. Lass deine Träume keine Schäume sein. Lass dich auf deine Träume ein. Du wolltest doch nie Bückstück der Gesellschaft sein. Du fürchtest, dass du keine Fehler machen darfst. Du denkst, dass du bisher doch immer alles gabst. Du willst deine eigenen Pläne realisieren und mit deinen Entscheidungen nicht deine Zukunft ruinieren. Am liebsten würdest du jetzt schon wissen, wo du in 10 Jahren stehst und ob du wirklich den richtigen Weg gehst. Doch woher solltest du schon wissen? Solltest du diesen Menschen wirklich küssen? Wird dir denn nicht das Herz brechen? Hält er wirklich all seine Versprechen? Woher solltest du wissen, dass jener Job dich wirklich erfüllt oder ob er sich als desaströs enthüllt? Du fragst dich, wie du am besten die Zeit bis zur Rente füllst oder ob du deinen Lebensentwurf besser gleich zerknüllst. Die Uhr rennt, die Zeit tickt. Wer weiß schon, ob dich das Schicksal fickt. Mach dir klar, und das ist verdammt wahr, dass du vielleicht einer Illusion hinterherrennst, bis du dich am Ende selbst nicht mehr kennst. Die Entscheidungen, die du triffst, führen manchmal selber dazu, dass du dich selbst vergisst. Während du dich fragst, was andere davon halten, solltest du allerdings lieber deine Welt gestalten. Du solltest dich nicht fragen, was du tun solltest, sondern das machen, was du immer wolltest. Dabei würdest du wenigstens etwas schaffen und nicht immer versuchen, dich und alle anderen zu raffen. Du fragst dich aber lieber, was jetzt das Beste wäre, und kommst dir dabei noch selbst in die Quere. Denn falls Plan A nicht funktioniert, wird lieber gleich Plan B ausprobiert. Du hast Angst, man könnte dich falsch bewerten, und statt dich selbst in deinen Wünschen zu bestärken. Du hältst deine eigenen Träume zurück und du hältst dich im Grunde selbst für verrückt, für das, was du gerne machen würdest, wenn du nur die Möglichkeit dafür hast. Du siehst dich selbst als sehr kritisch und bist dabei überanalytisch. Du fragst dich, wie du nach außen wirkst und welche deiner Ticks du besser verbirgst. Du fragst dich, was Hans Wurst jetzt tun würde, und siehst jedes Gedankenkonstrukt als Hürde, weil dir nicht klar ist, dass du dir selber im Weg stehst, anstatt dass du deinen eigenen Weg gehst. Du liebst alles, was Mainstream ist, weil du dich dabei so herrlich selber vergisst. Der Plan sagt dies, die biologische Uhr, das. Besser wäre jetzt allerdings ein Bier vom Fass. Du willst dir keine mehr Gedanken mehr machen, darum lass du es jetzt. Dabei lässt du es jetzt lieber ordentlich krachen. Vielleicht direkt auf ein paar Fässer oder einen Schnaps, den hätte ich auch gebraucht, wäre jetzt viel besser. Du hast keine Lust mehr auf all deine Pflichten und würdest auf sie gern lieber alle verzichten. Du hast keine Lust mehr auf all die Termine und denkst dir, ich will das, was ich wirklich verdiene. Du wünschtest, die Zeit bliebe stehen, doch kannst ihre Zeiger immer weiter laufen sehen. Vielleicht verpasst du auch den Zug, auf den du besser aufgesprungen wärst, während du dich weiter Low Carb ernährst. Du denkst, dir rennt die Zeit davon, und das macht dich zuweilen ganz benommen. Doch du willst es jetzt nicht mehr, dieses Leben der anderen. Nein, schließlich lässt du deine Gedanken mal wandern.
Du verstehst plötzlich, dass du etwas ändern musst. Ja, das wird dir auf einmal ganz schrecklich bewusst. Du willst Individualist sein, deine Seele aus dem Leib schreien. Du willst auf der Straße tanzen und dich nicht weiter zu Hause verschanzen. Du willst wieder in den Spiegel schauen und dir nicht deine eigene Zukunft verbauen. Du willst an deine Träume glauben und nicht, dass sie in irgendeiner Ecke verstauben. Du willst Plan A und nicht Plan B. Ja, plötzlich tut dir dieser Gedanke schrecklich weh. Du gibst dich nicht mehr zufrieden mit der Alternative, sondern verwendest nur noch Superlative. Das Beste, das Größte willst du erreichen. Darum lässt du jetzt keine Zeit mehr verstreichen. Du gehst es jetzt an, du stehst dein Mann, auch wenn ich eine Frau bin. Du willst es nicht mehr, dieses Mainstream-Mindfuck-Ding. Das kriegst du doch self-made viel besser hin. Wag den Sprung ins kalte Gewässer. Denn das ist für dich allemal besser. Und verdammt nochmal, hör auf, dich zu stressen und lass dich nicht in die Schablone Leistungsbürger pressen. Denn in deinem Leben gibt es nur eine Deadline und das Datum wird erst in vielen, vielen Jahrzehnten sein. Dankeschön.